Hallo Freunde, schön, es ist wieder Zeit für ein lustiges kleines Video. Die Eckbank ist hier hinten repariert und gepflegt. Test, 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 das Mikro wird angesteckt. Ich kann es verstehen, wenn sich jemand über mangelnde Tonqualität aufregt. Beim Bild kann ich jetzt nicht so viel machen, das ist nur ein altes Handy. Ja, das Essen läuft, dazu sagen wir später nochmal was. Und das ist jetzt erstmal wieder eine Sache zum Thema Real Talk, Tagesgeschehen. Ich weiß nicht, ob man sich darüber aufregen darf. Es ist ja, naja, seht selbst, ich hole nochmal den besagten Artikel. Es ist ja nicht nur so, dass man im Briefkasten zugeballert wird mit Werbung aller Art, wo es diesmal... Ich habe die Zeitung weggeworfen, ich habe sie nur überflogen. Es geht wieder um Diversität und Vielfalt. Also die Leute in meinem Umfeld können die Regenbogenkeule fast nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob das nur hier so ist, auf dem Land, in der Provinz. Die Leute merken schon, dass die Welt sich verändert, wir können es nicht aufhalten. Wir können uns dagegen sträuben, aber es ist nun mal so. Aber das von Regierungsführungsseite ständig der Dampfhammer geschwungen wird und es den Leuten eingetrichtert wird, was sie zu denken haben und was ist richtig, was ist falsch. Also der Durchschnittsdeutsche will eigentlich nicht gesagt bekommen, was er zu denken hat oder wie er zu sein hat. Das hatten die Leute in der DDR. Und auch in dem nummerierten Reich vorher, das hat den Leuten dort schon nicht gefallen. Aber selbst in der Superdemokratie Weimarer Republik hat das den Leuten nicht gefallen, obwohl es damals ja nicht so herausgehangen wurde. Ich bin nicht rechts. Vielleicht ein bisschen national, aber eher eigentlich links. Nur hat das Linke von heute nicht unbedingt viel zu tun mit dem Linken vor 50 Jahren oder gar 100 Jahren. Das ist etwas ganz anderes, ein ganz anderes Links. Ich bin ja nicht der Einzige, der das so sieht. Vor vielen Jahren gab es mal bei der Bundesbahn ein tolles Werbevideo. Ich weiß nicht, wie es damals hieß, die Bahn kommt, meistens zu spät, oder gar nicht, oder man kriegt den Anschlusszug nicht, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Sondern da wurden immer lustige Bahnreisenden gezeigt, die in wohlklimatisierten, wohl ausgestatteten Zügen durch die Gegend rauschen mit Hochgeschwindigkeit. Wahrscheinlich das Werbevideo war nicht da, wo die Baustellen waren. Ist ja egal. Und ein Zuschauer hat es gewagt, nachzuhaken, ob denn ein einziger Deutscher mit in diesem Werbevideo mitgespielt hat. Er ist nicht rechts, aber er will doch auch angesprochen werden als Kundschaft in einem Werbevideo. Und es war ja ein bunter Querschnitt, ein regenbogenbunter Querschnitt. Aber der einzigst blonde, blauäugige war damals Mika Häkkinen. Das erinnere ich mich noch so ganz schwach. Das hat eine Diskussion losgetreten, ob denn der Normalbürger nicht mehr gern gesehen ist als Kunde. Ja, und das beschäftigt eben die Leute. Also diese lustige Zeitung, die ich ungefragt in meinem Briefkasten hatte, das soll einen Bevölkerungsquerschnitt darstellen. Der lustige Opa hier oben, das ist ein Ureinwohner. Okay. Lustige rothaarige Jugendliche sind wahrscheinlich Ureinwohner, weil rote Haare, naja, ihr wisst Bescheid, das gibt es eigentlich sehr oft hier bei uns. Dann habe ich mal probiert zu zählen. Mit gutem Willen komme ich hier auf Regenbogenbunte über 50%. Muss ich dann Angst haben drum, dass ich zu einer Minderheit gehöre?
Okay, das kann man ja noch als Witz sehen. Ist ja vielleicht doch einer. Also ich meine das nicht so ganz ernst. Aber dann überdenke ich das jetzt ja so mal so. Wurzeln im Ausland. Also wie gesagt, das ist ja kein böser Artikel und ich bin auch nicht böse rechts. Und Wurzeln im Ausland. Also bei 66 plus sind es nur 10%. Bei 36 bis 65 Jahre sind es schon 23%. Bei 16 bis 35 Jahre sind wir schon auf 31%. Und dann hier unten bei 15, 0 bis 15 Jahre sind wir schon bei 39%. Also knapp 40% habe ich in der Schule mal gelernt. Das sind ja bloß 10% unter der Hälfte. Naja, das macht mir so langsam Gedanken. Als in den bösen 90ern die Leute sich aufregten über dollen Zuzug, Entfremdung und die bösen, wie sagt man immer so schön, Verschwörungstheoretiker reden von Bevölkerungsaustausch. Naja, ist da überall ein kleines Körnchen Wahrheit bei? Der Artikel hier oben ist es. Da habe ich mir so langsam Gedanken gemacht. Ist der Anteil schon so hoch? Weil damals wurde immer geredet, was tun sich die blöden Ossis so echauffieren und aufregen. Der Ausländeranteil, der liegt ja nur bei so vielen kleinen Prozent. Das verteilt sich ja auf die Bevölkerungsmasse. Naja. So danach aus. Das hat mich heute ein bisschen beschäftigt. Da habe ich mir so ein bisschen Gedanken drum gemacht, ob ich dann vielleicht bald zu einer Minderheit gehöre. Also so viel mit diesen 15-Jährigen. Ich weiß nicht. Aber da könnt ihr mal drüber nachreden, wie gesagt, nachdenken. Wie gesagt, noch dürfen wir uns darüber Gedanken machen. Im kleinen Kreis. Nicht öffentlich. Sonst gehört man schon in die böse Ecke. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Immer diese Keule, die einem über den Kopf geschwungen wird, wie gesagt, machen. Kann man ja eh nichts geben. Man muss es nicht gut finden, aber nochmal 20 Jahre warten. Naja, wie gesagt, ich bin nicht rechts. Bisschen national. Und eigentlich. Eigentlich ein bisschen spät links, also wie man so als Ossi aufgewachsen ist. Friede, Freundschaft mit allen. Und wir unterstützen keinen Krieg und bla bla bla. Es sei denn, die Russen fangen einen an. Aber das konnte man an drei Fingern abzählen. Unser heutiger großer Kumpel Amerika. Alle 10 Jahre mindestens einer. Aber die sind ja so gut. Okay, das könnt ihr überspringen. Das sind doch noch so ein paar Gedanken zum Tage. Das nächste, das hat eben Bing gemacht. Und dazu möchte ich mal kurz etwas sagen. Wenn wir schon gerade beim Meckern dabei sind heute. Wurde mir gespendet übrigens. Ein Schnorrer vor dem Herrn, sage ich immer. Also wenn ich will, kann ich jeden Tag eine handgemachte Pizza bekommen. Aus einer richtigen Pizzeria ist natürlich dann eine einseitige italienische Diät. Diät, Entschuldigung. Aber... Ey, Michi! Das war aber nur mal am Rande. Danke an den Spender und danke an dieses Spenden-Abo. Für die Zukunft. Aber... Und das geht an so einen lustigen Kommentarschreiber. Also ich schaue wirklich Kommentare an. Es sind ja keine paar tausend Stück. Ich freue mich auch immer, wenn jemand was schreibt und hatet, was das Zeug hält. Daumen nach unten. Am besten deabonniert. Aber um es grundsätzlich nochmal klarzustellen,
In meinen Videos nehme ich mir die Freiheit heraus, ja, das schmeckt, ne? Zu essen und zu trinken. Und auch egal was. Und wenn ich dazu Lust habe, mache ich das während des Videos. Ja. Alleine schon mal als Danksagung. Entschuldigung. Das geht an den lustigen Kommentarschreiber, der meint, in einem Profi-Video gehört sich das nicht, aber es sind keine Profi-Videos. Hier geht es um ein bisschen Gelaber, aus dem Schwank, aus dem Leben, was mich halt hier so beschäftigt im Osten. Und das pure Leben, sage ich mal so ganz ernst. Mit einem kleinen Augenzwinkern im Video. Ja, du bist ja eine Liebe. Ja, fein, ne? Mach so kaum Schaden. Aber eben, wie gesagt, solange wir hier alle noch die Freiheit haben, habt ihr auch die Freiheit, schnell weiterzusetzen. Oh, das sollst du aber nicht machen. Ja, guck doch mal in die Kamera. Bedanke dich mal fürs Katzenfutter. So lieb wie Katzen sind, aber wenn sie einen nachts am Fuß knabbert, ist das nicht mehr so schön. Weil das kitzelt. Aber jetzt fangen wir an mit dem Review. Ja. Gut. Was habe ich mir gegönnt? Lange Projekte, die lange zurückliegen, ziehen sich lange hin. Ja, Mizi. Und werden oftmals auch vollendet. Also ich war noch mal im besagten Laden und habe mir so eine Victorinox-Tasche gekauft, in der Hoffnung, es gibt dort Ledertaschen. Und ich überlege die ganze Zeit, das ist, glaube ich, kein richtiges Leder. Also die Struktur auf dem Rücken sieht so seltsam aus. Okay, das kann ich jetzt so einfach nicht testen. Da müsste ich jetzt hier so einen Brandtest machen oder sowas und dann kann man das Material beurteilen. Aber hier ist ein hoher Kunststoffanteil drin. Aber warum wollte ich das haben? Für so ein kleines Grillbesteck. Damit man das auch mal dabei hat. Damals habe ich euch vorgestellt, dass mir da ein Besteck abgebrochen war. Geh mal weg. Ich das selber durch einen dummen Zufall bei Amazon nachgekauft habe, um hier oben meine Namensgravur zu retten und weiter benutzen zu können. Ich verdecke die immer so ein bisschen. Also ich kann das Ding nur empfehlen. Also beim Grillen an der Assitonne kann man damit sein Steak mal klein schnippeln. Und ich glaube, wir sperren die kleine Katze mal aus. Was ist denn das hier? Eine kleine Freche. Kann doch noch nicht wahr sein. Und es ist heute dabei auch ein regnerisches Wetter. Ein ellenlanges Lava-Video mal. Komm, geh mal raus. So. So. Also das ist hier von Victorinox, aber auch bloß deswegen, weil es gibt hier in der Kleinstadt so einen kleinen Laden, da kann man alles Mögliche kaufen. Von Besteck über Webergrille und eben auch Victorinox, das Vollsortiment. Und da dachte ich, also wenn man nicht bestellen möchte, kauft man es da gleich. Okay. Und da habe ich zugeschlagen. So. Okay. Und passt. Und alles gut. Aber letzten Endes muss ich mal so sagen, ist es eine schöne Tasche. Es ist ein Victorinox-Zeichen drauf und das ist wichtig. Es ist ordentlich genäht. Das Einzige, was ich gerne mache bei diesen Taschen, ich habe hier mal eine andere. Und hier ist, wie gesagt, die Lederstruktur auf dem Rücken ein bisschen anders. Sieht echter aus. Ich wollte auch gerne wieder einen in Braun haben. Hatten sie nicht, muss bestellt werden. Bestellen kann ich auch alleine bei Amazon, also habe ich dann die genommen. Es ist immer auf der Rückseite eine Seriennummer drauf. Oder eine Artikelnummer kann ja auch sein. L steht bestimmt für Large. Und F? Komme ich jetzt nicht drauf. Und
Wie gesagt, ich habe diese Tasche damals geändert. Habe Druckknöpfe eingebaut. Die Haltbarkeit ist von den Dingern so gut, als man könnte auch die Druckknöpfe unten ransetzen, das hält. Ich finde es schöner, wenn man das Ding an die Hose ranbekommt, ohne dass man immer den Gürtel öffnen muss. Finde ich nervig. So ist das viel einfacher. Aber in Zukunft eben Druckknöpfe eher unten, den habe ich mir so überlegt. Obwohl, ich habe das damals deswegen nicht getan. Genau, weil die Nieten müssen zugeschlagen werden mit einem Hammer. Und ich habe das nicht auf eine feste Unterlage bekommen. Das war der Grund, weswegen die Nieten oben dran sind. Ah, da muss ich dran denken. Hier bei dem zum Beispiel ist das Vollsortiment drin von allen Bits, die es gibt von Leatherman, keine Ahnung. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist eigentlich bloß. Ist eigentlich bloß die Bitverlängerung. Mir fehlt eine. Also die Bitverlängerung fehlt. Es gibt natürlich auch Original, das ist ein Original, die Feile, grob und fein. Es gibt auch Original-Sägeblätter, aber die kamen mir unwahrscheinlich teuer vor. Jo. Hier unten habe ich damals Magnete reingebastelt, damit das Ganze ein bisschen mehr Halt hat. Und dann funktioniert das Ganze. Also man braucht wahrscheinlich ein Holster für die ganzen Bits und eins nochmal für das Letterman selber. Ja. Ich wollte es bloß gezeigt haben. Ich finde die Taschen praktisch, die halten. Und alles ist okay. Also fertig, kann mitgenommen werden zum Grillen. Abgehakt. Was habe ich noch gekauft? 39 Euro wurden aufgerufen. Victorinox steht drauf. Es ist das. Ganz kurz entschlossen ein einfaches kleines Taschenmesser. Ohne Rot diesmal. Ich finde das rote Plastik halt nicht ganz so schön. Metall ist schon wieder noch besser. Ist doch vom Feinsten. Gefällt mir. Die üblichen Funktionen. Also hier ist sogar noch ein bisschen Ölschmaddel drauf. Also die Dinger sind wirklich eingeölt, wenn sie zu euch geliefert werden. Wie gesagt, ich habe sie direkt aus dem Laden geholt. Victorinox Swiss Made Stainless. Genau, Dosenöffner, Kapselheber. Und Dorn. Uiuiui. Also das Ding ist ja wirklich scharf. Freunde der Nacht. Uiuiui. Vorsicht, Vorsicht. Das hat man gespürt. Also der Dorn. Jetzt muss ich mal blöd fragen. Früher gab es zum Beispiel Kondensmilch, die konnte man anstechen. Die waren Dosen. Was macht man heutzutage mit dem Dorn? Und der ist echt scharf, Freunde. Vielleicht könnte man damit die Dose vorstechen, bevor man dann weitermacht mit dem Büchsenöffner. Aber das ist so ein Werkzeug, das muss nicht unbedingt sein, sage ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen früher war das ja Schattendorn eine Ahle, wo man theoretisch mal eine Naht nachflicken könnte, aber dann müsste man das auch können. Also man müsste wissen, wie man damit arbeitet. Also das Ding ist echt scharf, aber ich weiß nicht, ob man damit. Naja, das ist ja nun nicht aussagekräftig. Aber das Ding, wenn man hier mit dem Finger rüber geht, das ist echt scharf. Schreibt es mal in die Kommentare, was macht ihr mit diesem Teil? Für was braucht man das unbedingt? Okay, jetzt kommen wir mal zu der Klinge, die ist ja eben am interessantesten. Heute mal ein kleines Blatt Papier, mal ein anderes. Ja. Das ist scharf. Das ist scharf.
Leute, gönnt euch. Ja. Also wie gesagt, das könnt ihr wirklich nutzen. Das funktioniert. Das ist schon noch. Die Beschreibung ist dabei. Oh, die schauen wir uns mal kurz an. Kapselheber, Schraubendreher, Drahtabisolierer. Also der Drahtabisolierer selber von mir noch nie getestet. Hätte ich früher wahrscheinlich gebraucht, als ich noch angefangen habe mit Modelleisenbahn. Das war der Abisolierer. Oder, wenn man es kann, mit dem Daumennagel. Aber, okay, bis ich mir dann eine ordentliche Schlitzzange angeschafft habe. Okay. Das funktioniert. Das ist hier drüben dann der adäquate Dosenöffner, der auch wirklich vorne scharf ist, Freunde. Also bei den chinesischen Fälschungen ist es nicht angeschärft. Jetzt weiß ich das, wie das auszusehen hat. Und könnte man dann theoretisch nachholen, wenn man es unbedingt will, aber bisher habe ich jede Dose aufbekommen. Die meisten haben heutzutage eine Aufreißlasche. Den Dosenöffner so ansetzen, dass der Haken unten am Dosenrand Halt bekommt, na klar, das Widerlager zum Hebeln. Und dann durch leichtes Heben des Messergriffs der Schneide, die Schneide in den Deckel drückt. Macht es wirklich, weil das Ding wirklich scharf ist. Mit der Schneide immer ganz nah am Dosenrand bleiben, genau, ansonsten delt sich das Ganze irgendwie bloß weg und schneidet nicht. Nicht tiefer schneiden als bis zu der Kante mit dem kleinen Schraubendreher, mit dem kleinen Schlitzschraubendreher hier vorne drauf. Das ist einfach nur deswegen, damit es euch nicht verhakelt, damit ein zügiges Öffnen funktioniert. Sag ich mal ganz ehrlich so. Also ich sag mal so, die Dinger sind okay. Die sind super, hochwertig gemacht. Diesmal die schönen Metallgriffschalen. Dann auch noch so, dass es ja aus nächster Nachbarschaft kommt. Also Schweiz. Feine Sache. Swiss Army Knife. Ach, Makers of the Original Swiss Army Knife. Das ist doch schön. So, jetzt hätte ich aber gerne nochmal die Funktion von diesem lustigen Dorn erklärt bekommen. Multitool-Öl. Oil. Die verklebten Klingen im warmen Wasser hin und her bewegen. Nach dem Trocknen Reibstellen ölen. Hat alles funktioniert, brauchte ich nicht. Ja, dieser Zahnstocher und die Pinzette ist hier nicht dran. Okay. Schön. So schön. Schweiz, die Adresse ist drauf. Schön. Ja, genau. So schön. Freue ich mich drüber. Wie gesagt, ist ein Spaß. Aber ihr wollt es bestimmt auch mal ein bisschen von nahen sehen. Kleinen Moment. Wir schweifen noch mal einen kurzen Blick drüber. Jetzt habe ich mich damit beschäftigt. Ihr habt gar nichts gesehen. Naja. Okay. Und jetzt einfach mal von nahen. Es ist wirklich ein schönes Teil. Wie gesagt, ich wollte jetzt das Metallene haben, weil das schöne Große mit den Holzgriffen, was mich reizt, das kostet leicht an die 100 Euro. Ist so ohne weiteres jetzt nicht auf die Schnelle möglich. Die 40 Euro schmerzen ein bisschen, aber dann gibt es halt ein bisschen Essen weniger. Oder eben Pizza gratis. So. Aha. Das ist anders, als was ich letztens gekauft habe. Also ich habe ja schon ein älteres Review gemacht. Das ist diesmal ein anderer, praktischerer Karabiner hier oben. Und der geht sehr straff, Freunde. Oh, der geht wirklich straff. Oh.
Der geht euch nicht aus Versehen von der Hose, sage ich mal ganz ehrlich. Könnt ihr also oben an der Gürtellasche einklinken. Das gefällt mir. Dafür sieht der hier unten jetzt sehr spielig aus. Obwohl der auch straff geht. Und das Ding ist, wie soll man sagen, das ist ein Wirbel hier unten. Also der dreht sich und der Karabiner bleibt hängen. Also der sieht ein bisschen, auch ein bisschen anders aus wie letztens die Kette. Finde ich voll okay. Zack, durch die Kamera geschaut, ist alles immer ein bisschen anders. Bin ich jetzt so doof, den Karabiner hier rüber zu fummeln? Also der geht wirklich auch ein bisschen schwer. Zack. Also das Dingens geht euch nicht, wie sollte man sagen, ab. Aber was ich jetzt hier so auf die Schnelle sehe, schaut euch mal oben diesen Karabiner an. Fokus an. Fokus an. Seht ihr das? Diese Verschränkung? Also noch ein, wäre dieser Schnapper hier unten ein klein Mühe kürzer, würde ja nicht mehr arretieren, er würde immer aufschnappern. Also das muss ich jetzt mal ein bisschen bemängeln. Mann. Funktioniert das jetzt, wenn ich hier was hinter die Kamera dahinter halte? Mann, Mann, Mann. So, jetzt könnt ihr sehen, was ich meine. Diese Verschränkung hier oben. Da. Das ist zu viel des Guten. Da ist ein bisschen die Toleranz zu groß. Also dieses kleine Schnapperchen, das müsste einen halben Millimeter länger sein, dann würde es ordentlich fluchten. Und ihr seht, das Ding ist fast offen. Wenn das hier oben noch ein kleines bisschen weiter, entschuldigt meine dreckigen Fingernägel, ich habe gearbeitet. Wenn das noch ein kleines bisschen sich abschuppert, dann schnappt der Karabiner einfach auf. Also muss ich mal so sagen, das ist ein bisschen Mist. Hm. Das ist ein bisschen Murks. Warum ist das so? Hm. Also da ist die Toleranz zu groß. Da muss ich bemängeln jetzt. Steht da übrigens auch Victorinox drauf, direkt. Ja. Hm. Also scheinbar ist es ja auch wirklich von Victorinox. Und guckt mal hier. So soll dieser Karabiner wirklich aussehen. Da fluchtet das Ganze. Und hier schnappt es auf. Ne? Schaut links die Abbildung, so soll das Ding aussehen. Und der ist fast offen. Also muss ich erstmal bemängeln. Aber okay, ich werde es testen. Wenn es hält, ist alles okay. Wenn es nicht hält, theoretisch kann ich es umtauschen, mache ich aber sowieso nicht. Also ich muss nur so sagen, ich freue mich über wieder einen Neuzugang eines Taschenmessers. Gefällt mir. Und kann ich sagen, es ist ein feines Messerchen, es ist super scharf. Bei den Victorinox sagt, glaube ich, auch die Ordnungsmacht nichts. Nochmal ein schönes Bild im Licht. Wenn die YouTube-KI schlau ist, würde man das als Thumbnail nehmen. Danke, Freunde, fürs Zuschauen. Und Daumen nach unten. Oder besser. Nee, nicht besser. Daumen nach unten ist besser. Daumen nach hoch wäre schön. Deabonniert, was das Zeug hält. Hatet, was das Zeug hält. Und sucht euch ein Hobby. Und wenn es Messer sammeln ist. So wie ich. Schön. Kleiner Nachtrag noch. Freunde, ich habe euch letztens mein Messer gezeigt. Jetzt ist das Leder fertig. Schaut es euch an. Ich habe diese Verzierung aufgebracht, hier oben, sozusagen punziert. Das ist auch von mir, das Muster, auch von Hand punziert.
und fertig genäht. Druckknöpfe sind drin, die habe ich letztens gezeigt. Aber ich wollte euch jetzt bloß mal noch mal zeigen, welche Farbe das Leder annimmt, wenn geölt und hinterher noch mal mit Schuhputzmaterial drüber gegangen wurde. Und dann habt ihr ein schönes, stabiles, feines Holster für euer Messer. No? Wollte ich bloß mal noch mal so zeigen. Arbeit abgeschlossen, Projekt fertig, kann in die Messerkiste. Und vielleicht wird es mal zum Grillen vorgeholt, keine Ahnung. Meistens liegt es in der Kiste. Tschüss, Freunde, ist aber wirklich Schluss. 30 Minuten Video. Mann, 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 Mann. Tschüss.